So präsentieren sie sich gerne. Claudia Obert mit unzähligen Flaschen Champagner und einem Luxusleben der Extraklasse. Ex-Bachelor Leonard Freier gerne oben ohne oder auf den Partys dieser Welt. Doch das gehört der Vergangenheit an, denn das letzte Jahr setzt beiden extrem zu. In den letzten 30 Jahren war ich öfters in Finanznöten, aber noch nie so wie jetzt. High Life, perfektes Leben, perfekte Beziehung, perfektes Business? Nein, überhaupt nicht. Mir geht es seit Monaten wirklich, wirklich schlecht. Wir treffen Boutique-Besitzerin Claudia Obert in einem ihrer Geschäfte in Hamburg. Luxuskleidung im Einkaufswert von rund 500.000 Euro hängt unverkauft in ihren Läden. Der Grund? Die Corona-bedingten Schließungen der Geschäfte. Das haut selbst eine Obert durchaus mal um. Psychisch und mental hängt die Laune manchmal auch im Keller. Aber da ich so eine frohe Natur bin, da geht's immer wieder hoch. Aber mit dem Konto bis jetzt nicht. Rund 18.000 Euro Miete sind allein für den Hamburger Laden der 59-Jährigen im Monat fällig. Bei null Einnahmen. 5 Monatsmieten stehen bereits aus. Und das nicht nur, weil es finanziell eng wird. Warum muss ich für eine Sache Mietzins bezahlen, die mir von Gesetzes wegen verboten wird zu nutzen? Das ist total unlogisch, ja? Mir wird verboten, hier geschäftlich tätig zu sein. Das ist im besten Falle noch eine Lagerhalle. Auch Ex-Bachelor Leonard Freier kämpft um seine Restaurants, das Restaurant seiner Frau und andere Investitionen. Nach monatelanger Instagram-Abstinenz meldet er sich zu seinem 36. Geburtstag letzten Donnerstag zu Wort und erklärt seine lange Online-Abwesenheit. Es ist echt eine beschissene Zeit. Und deswegen habe ich einfach nichts gemacht, weil ich mir dachte, was soll ich euch zeigen, wie ich morgens um 5 aufstehe, wie ich versuche, irgendwie alles am Laufen zu halten und abends meistens mir die Haare raufhole und verzweifelt ins Bett gehe. Heute ist mein 36. Geburtstag und ihr seht meine Party. Das war's, ich bin zu Hause, es gibt keine Party. Laut eigener Aussage hat er bis jetzt Geld im sechsstelligen Bereich verloren. Hilfen käme nicht an. Zusätzlich habe er Freunden aus extremer finanzieller Notlage geholfen. Der Unternehmer will Stellung beziehen, erzählt er uns im Interview. Ich habe finanziell echt Sorgen und mache mir auch Sorgen. Und nicht nur um mich, sondern eben auch um enge Freunde und Familie. Und darüber muss ich sprechen. Ich denke, ich muss das teilen. Ich muss den Leuten sagen, dass sie damit nicht alleine sind, dass es uns im Moment allen geht, dass die wenigsten jetzt nach Dubai und Mexiko fliegen und Party machen und dass es nur auf Instagram so aussieht, auf diesem Scheinweltmedium, wo alles okay ist, dass die echten Menschen aber im echten Leben alle hier strugglen. Leonard Freier muss momentan 5-stellige Verluste im Monat ausgleichen. Er habe ein finanzielles Polster und auch seine Versicherungsagentur läuft. Trotzdem musste der Berliner schon einige Läden schließen, verrät er im Zoom-Interview. Bei Claudia Obert muss der Gürtel ebenfalls enger geschnallt werden. Statt Shampoos gibt es den günstigeren Spumante. Medien prophezeien bereits die Pleite der Selfmade-Millionärin. Aber nur weil ich hier in Verhandlung bin mit Mieten, das heißt noch lang nicht, dass wir blank sind wie eine Kanonenkugel. Entschuldigung. Momentan lebt sie von Fernsehauftritten, kann somit den finanziellen Ausfall teilweise auffangen. Das Online-Geschäft, mit dem viele Händler versuchen, sich über Wasser zu halten, funktioniere mit ihren Kunden nicht. Die lehnen das ab, die wollen hier reinkommen, die wollen ein Gläschen trinken, die wollen beraten sein, die wollen alles anfassen, Seide, Kaschmir und hier kaufen. Leonard Freier, Unternehmer und Vater einer 6-jährigen Tochter, wagt eine düstere Zukunftsprognose. Wenn bis zum Sommer die Geschäfte nicht öffnen, dann werden die Insolvenzen uns überrollen. Beide Promis bleiben dennoch positiv. Doch sowohl Claudia Obert als auch Leonard Freier sprechen vielen Selbstständigen in der momentanen Situation wohl aus der Seele.